Hallo alle zusammen, ich habe den manuellen Tacker und den wollen wir uns einmal angucken. Er kommt hier in dieser Plastiktragetasche, was wirklich sehr gut ist, weil man den dann immer verstaut hat. Und mit dabei ist auch noch einerseits hier so ein Maßband. Gut, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht im Tackerbeutel, aber die kann man immer mal gebrauchen. Die Qualität hiervon ist ausreichend, würde ich sagen, aber man sieht schon dieses Maßband. Das wurde hier einfach zusätzlich dazu gegeben. Was hingegen schon deutlich spannender ist, ist dieser Tacker-Entferner. Wenn ich hier einen Tacker habe, kann ich das reinschieben, von unten draufdrücken und rausziehen. Deutlich angenehmer als jetzt mit einer Zange und einem Schraubenzieher. Also das hier hätte ich schon viel früher gebraucht. Ich wusste nur nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Kommen wir noch kurz zum Tacker selbst. Der ist komplett aus Metall, auch relativ schwer. Man sieht natürlich hier die einzelnen Nieten rausstehen. Gut, das bin ich jetzt gewohnt. Bei Tackern finde ich nicht schlimm. Wichtig ist, dass er komplett aus Metall ist, stabil ist und eben auch aushält, dass man mit viel Kraft so einen Tacker reinkriegt. Apropos Kraft, wir können eben hier mit dieser Schraube, wenn man das Ganze nach rechts dreht, das Ganze ein bisschen strenger machen oder wenn man das Ganze nach links dreht, ein bisschen einfacher. Je nachdem, ob man jetzt einen Tacker in ein hartes Holz reintun möchte oder vielleicht in so ein sehr weiches Holz oder vielleicht sogar Pappe oder so. Also das kann man hiermit auch sehr gut einstellen. Hier hinten werden die nachgeladen, wird es einfach herausgeholt und die Nadeln können hier rausgeholt werden und können auch genauso gut wieder, halbwegs blind bin ich jetzt natürlich, reingesteckt werden und sobald sie drin sind, einfach diesen Schieber wieder hinterher schieben und schon ist der Tacker geladen und man kann ihn verwenden. Ich nehme es jetzt aber trotzdem noch mal kurz raus. Weil ich hier noch mit dem Druckpunkt zeigen möchte. Also man muss eben das Ganze aufmachen und wenn man jetzt hier runter drückt, geht das bis zu einem gewissen Punkt recht gut. Aber dann muss man sehr viel Kraft aufwenden, damit dieser Druckpunkt dann kommt. Also es ist kein Werkzeug, wo man einfach nur tak 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 machen kann. Man braucht schon eine gewisse Kraft natürlich, aber das ist bei diesen Tackern normal. Und zum Abschluss wollen wir natürlich auch nochmal gucken, ob man mit diesem Tacker wirklich in ein Holz reinkommt. Und man sieht es, denke ich, relativ einfach hat man jetzt hier die Tackernadel drin und man kann wirklich hier sehr einfach und sehr schnell sehr viele Tackernadeln hier reinhämmern. Natürlich auch viel von dem Tackerentferner geschwärmt habe, möchte ich hier auch nochmal kurz zeigen. Man kann ihn wirklich hier runterheben. Anpassen und abmachen und da ein bisschen Routine drin hat, dann kriegt man die hier eben wirklich leicht und schnell auch wieder aus dem Holz raus und das ist eine schöne Sache.